Servus YouTube, hi, ich bin's wieder, euer Buddy. Ich darf euch endlich eine Grafikkarte vorstellen und welche ich hier in den Händen halte, schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Schuh. Ja. Wir haben hier von XFX die RX 480 GTR in der Black Edition. Und ich muss sagen, Leute, Black Edition hat das Ding echt verdient. Schwärzer wie die Nacht, pechschwarz, was soll ich sagen? Habt ihr keine Beleuchtung im System, seht ihr wirklich nur den Schriftzug, der beleuchtet ist von der Karte. Ansonsten seht ihr von der Karte eigentlich rein gar nichts. Die könnt ihr im Dunkeln draußen hinlegen und kein Mensch klaut die, weil sie einfach nicht gesehen wird. Na egal, kommen wir einfach mal zu der Karte und packen sie mal aus. Die Verpackung an sich, ein wunderschönes Design, absolut schlicht gehalten. Die Karte selbst, leicht angedeutet. Wir haben alle notwendigen Eckdaten draufstehen, wie 8 GB GDDR5 Arbeitsspeicher, DirectX 12 optimiert, das Fertigungsverfahren mit 14 Nanometer, die Anschlussmöglichkeiten und auf der Rückseite, was ihr jetzt leider nicht seht, auch noch die restlichen Zusatzfeatures. Wenn wir die Karte dann auspacken, haben wir als allererstes nochmal ein ganz kleines Päckchen. In diesem Paket sind drin die Treiber-CD mit noch zusätzlichen Programmen, wo ihr dann Play-TV haben könnt. Das heißt, ihr könnt dann eure Sachen aufnehmen und direkt streamen. Ihr habt dann noch mit dabei einen Adapter von 2x6 Pin auf 8 Pin. Strom, Anschluss, genau, Strom. Und die Garantiebescheinigung. Und das war's auch an Zubehör. Dann kommen wir direkt zur Karte. Die Karte, eine wunderschöne Karte. Und wie gesagt, Black Edition hat sie absolut verdient, weil so schwarz habe ich noch keine Karte in der Hand gehabt. Selbst alle anderen Karten, die ich in irgendeiner Art und Weise in der Hand hatte, hatten irgendwelche grauen, dunkelgrauen oder sonst irgendwelche Highlights. Die Karte kommt einfach grunddesigntechnisch matt schwarz daher mit Hochglanz-Highlights. Finde ich sehr schön. Und das Einzige, was uns dann dementsprechend anstrahlt, ist der seitlich angebrachte XFX-Schriftzug. Der leuchtet dann weiß. Da könnt ihr leider die Farbe nicht ändern, ist keine RGB-Beleuchtung, aber ich finde es soweit vollkommen ausreichend und es sollte lang. Wobei in der heutigen Zeit RGB, ja, sollte eigentlich doch irgendwo mit drin sein. Na egal, schauen wir uns doch die Karte weiter an. Die, wie gesagt, Unterseite, so nenne ich es einfach mal, die Unterseite lüfterseitig. Wie gesagt, schwarz-matt mit Hochglanz-Highlights. Die Lüfter haben einen sogenannten Hard-Swap-Mechanismus, nenne ich es. Ihr könnt die einfach tauschen. Und zwar habe ich noch von XFX ein paar Lüfter dazu geschickt bekommen. Die halte ich euch hier mal kurz in die Kamera. Und zwar sind das die HSF 100. Die gibt es in unterschiedlichen LED-Farben und sind transparent, matt gehalten, dass sie nicht extrem einfach so ein krasses Licht geben, sondern wirklich schön eine Ambientbeleuchtung bieten und dann auch nach unten hinweg strahlen. Ich habe hier das Päckchen in Blau. Ich zeige euch gerade noch ein Bild, wie es aussieht, wenn die im Betrieb sind. Ich finde, es ist sehr cool. Es macht ordentlich was her und es verändert halt auch ein bisschen die Karte. Und sind auch nicht unbedingt teuer. Von den Lüftern die Preise weiß ich nicht. Ich weiß nur von der Karte, aber dazu später. Bei der Karte weiter, wenn wir die Oberseite dann angucken, sprich die Backplate, auch hier grundtechnisch gesehen schwarz-mattes Finish mit leichten Hochglanzelementen wie dem XFX-Schriftzug und noch kleinen anderen Applikationen. Finde ich sehr schön, passt und es ist wirklich ein tolles Design. Wenn wir zu den Anschlussmöglichkeiten kommen, bietet uns die Karte, und das finde ich cool, 3 DisplayPort-Anschlüsse, ein HDMI 2.0-Anschluss und ein DVI-Anschluss. Sollte denn dementsprechend für jeden Zocker, jeden Multi-Monitoring-Nutzer ordentlich was dabei sein, vor allem auch in Bezug auf die 3 DisplayPort-Anschlüsse.
Die weiteren Anschlüsse, was wir noch haben, oder den weiteren Anschluss, den wir noch haben, der versteckt sich am Ende von der Karte und ist der 8-Pin-Stromanschluss. Wir haben hier 150 Watt anliegen, was dann die Karte sich einverleibt. Und ich finde, das ist immer noch in einem dezenten Rahmen und passt auch für ein relativ kleines Netzteil. Neben dem Anschluss für den Strom haben wir einen BIOS-Switch, der uns ermöglicht, dass wir in einem normalen Betrieb und in einem normalen Profil die Karte nutzen können. Wir können aber die Karte auch mit diesem BIOS-Switch in einen Gaming-Modus stellen und somit einfach noch ein bisschen von Grund auf takt oder höher takten lassen. Die Grunddaten, ich nenne wirklich nur die Boost-Taktraten, bewegen sich bei Normalbetrieb bei 1288 MHz und in meinem getesteten Gaming-Modus, ich nenne es einfach mal so, sind die Taktraten bei 1338 MHz und das out of the box finde ich schon vollkommen ausreichend. Zu dem Hardswap ist noch Folgendes zu sagen: Ihr könnt, wie gesagt, die Lüfter in aller Ruhe tauschen. Ihr könnt die im Betrieb einfach rausnehmen. Macht den Lüftern gar nichts. Sie sind auch so geeignet. Im Idle-Betrieb laufen die Lüfter nicht mit. Wir haben hier diese Zero-Fan-Funktion. Das heißt, wie gesagt, idle sind sie still und leise. Selbst unter Last haben wir da auch noch relativ geringere Geräuschentwicklungen. Ich muss sagen, ich hatte das Headset mal ab und habe es unter einem Benchmark laufen lassen. Es hat sich echt im Rahmen gehalten. Also es ist jetzt nicht so extrem. Man hört so ein leichtes Hintergrundsäuseln der Lüfter, aber es ist absolut nicht störend. Egal welchen Lüfter wir reinpacken, die sind vom Grundaufbau her gleich, ob das jetzt die normalen, originalen schwarzen Lüfter sind oder ob es dann dementsprechend die HSF 100 Lüfter sind. Beide haben so die gleiche Geräuschentwicklung. Kommen wir einfach mal abschließend zu zwei kleinen Videos, die ich euch zeigen möchte. Einmal eine Sequenz aus Battlefield 1. Da muss ich leider dazu sagen, ist mir meine FPS-Anzeige und Temperaturanzeige von meinem Afterburner nicht abgeraucht, aber halt einfach abgekackt. Und das habe ich erst deutlich später festgestellt, als ich jetzt das Video zusammengeschnitten habe. War kacke, aber ich kann euch versprechen, ich habe die Karte unter Ultra-Settings getestet bei Battlefield 1 und kann euch dementsprechend auch nochmal einen kleinen Einspieler bringen, ein Standbild im Prinzip, wo ich oben die Anzeige stehen habe, mit welchen Taktraten und welchen Temperaturen und auch welche FPS sie erzeugt hat bei Battlefield 1. Und ich muss sagen, sie hat mich echt überrascht. Also ich lasse jetzt einfach mal kurz ablaufen, schwätze noch währenddessen dabei was. Die Karte hat zwischen 70 und 80 FPS geleistet. An Stellen, wo dann halt auch Explosionen mit dabei war, hat sie auch mal Drops bis auf 60 FPS gehabt. Aber das alles unter Ultra-Settings. Also wirklich, ich habe alles hochgeschraubt, was nur irgendwie geht, weil das funktioniert ja mit meinen TI, die ich in meinem System drin habe, auch in aller Ruhe. Und sie hat es einfach mitgemacht. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Schlüsselpunkt, warum ich diese Karte haben wollte, angefragt habe und euch vorstellen will. Ich will endlich mal so ein bisschen aufräumen mit diesem Scheiß. Ich nenne es einfach mal Scheiß. Nvidia ist das Beste, was wir bekommen können. Ende. Ich darf es nicht sagen. Ich hätte es beinahe gesagt. Fahrradkette dich. Könnt ihr euch aussuchen, was für ein Wort ich da reingesetzt habe. Diese Karte bringt ein Preis-Leistungs-Verhältnis mit, die seinesgleichen sucht. Die Karte kriegt ihr aktuell für 260 bis 270 Euro. Die macht bei Firestrike gemütliche 15.000 Graphic Points, knallt bei Heaven Benchmark unter Extreme-Bedingungen mit Fraps als Aufnahmesoftware 40 bis 50 FPS raus, bei Battlefield standardmäßig, wie gesagt, 70 bis 80, Peaks zu 90, nach unten hin auf 60, wenn, wie gesagt, große Explosionen und irgendwelches drumherum geballert, Zusammensturz der Häuser oder sonst irgendwas ist.
Und wie gesagt, 270 Euro, das habt ihr bei Nvidia, habt ihr das nicht. Und dann müsst ihr, wenn, dann müsst ihr dann Abstriche machen. Nehmt eine, zum Beispiel, um auf dem gleichen Preis zu bleiben, nehmt eine 1060, da könnt ihr schon mal den Abstrich machen, da könnt ihr kein SLI-System fahren. Hier 270 Euro, Crossfire reingesteckt, habt ihr nicht genügend Leistung, kommt noch eine zweite dazu und ihr seid mit dem Preis immer noch ein bisschen nur drüber über einer 1070 und habt dann aber auch mehr Leistung wie eine 1070. Die Treiber super krass, richtig gut optimiert, es läuft, es passt. Ich weiß nicht, was ihr alle von Nvidia immer habt oder eher gesagt, warum ihr alle gegen AMD stänkert. Es ist echt eine saugute Karte für einen vernünftigen Preis. Kommt endlich mal weg von dem Gedanken, nur das Monstergerät Titan X oder 1080, es muss immer das mega teure sein, ist auch gut. Die Karte ist pervers gut und ist unter 300 Euro zu haben, also überlegt's euch. Es ist eure Sache, ich finde es saugeil, dementsprechend. Ich muss sie leider zurückgeben, ich würde sie gerne behalten, ich habe mich ein wenig in sie verguckt, vor allem mit ihrem hübschen kleinen Schwarzen, was sie da trägt. Wie gesagt, macht was ihr wollt, ich kann es euch nur empfehlen. Mit den Lüftern, ja, man könnte RGB-Beleuchtung machen, die Lüfter, aber auch so finde ich das cool. Hat was, es ist was anderes, es hat nicht jeder, man kann auch zwei unterschiedliche Farben machen, man kann blau und rot, wer das will und naja. Also wie gesagt, als Fazit, als schlussendliches Statement von mir, diese Karte ist saugeil, ich habe mich echt verliebt in das Ding und somit werde ich jetzt auch mit der Karte von dann ziehen. Euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, adieu, tschö mit Ö, ciao mit Au. Wir zwei verbringen jetzt noch ein paar hübsche gemeinsame Stunden. Schätzchen, ciao.